Also MTB Linz ist eine Initiative für Mountainbiken. Unser Ziel ist es, dass wir ein attraktives Mountainbike-Konzept rund um die Hausberge von Linz schaffen. Dabei ist unser Hauptmerkmal, dass man gemeinsam geht mehr und aus der Community getrieben Netzwerk aufbauen und da so viel wie möglich organisieren und dann natürlich umsetzen. Wir sind als Verein so organisiert, dass es halt uns als kleines Team der Wegeerhalter gibt, wo wir uns halt praktisch wirklich draußen um die Wege kümmern. Genauso wie die anderen vier von der Organisationseinheit, sage ich jetzt mal, die was praktisch dann die Hintergrundarbeit alles übernehmen und halt alles das machen, was wir dann irgendwie praktisch umsetzen können als Wegeerhalter-Team. Das Projekt ist zustande gekommen, indem wir im Juni den Verein gegründet haben. Wir waren zu viert und haben einfach gesehen, dass das Konfliktpotenzial am Pfennigberg immer höher wird und höher wird und kurz vor der Eskalation, besonders am Ameisentrail war. Auch aufgrund von dem ganzen Bikeboom während Corona und so weiter und viel zu viele Leute hier waren und es kein Angebot an Trails gab und dann auf einmal der Wildwuchs begann, dass viele Trails einfach entstanden sind, die mehr schlecht als recht waren. Und dann haben wir das Gespräch gesucht mit dem Grundbesitzer. Anschließend haben wir da die Gemeinde eingeladen und haben einen runden Tisch oder an mehreren runden Tischen haben wir dann das Konzept ausgearbeitet. Also unsere Strategie für ein regionales Konzept ist, dass wir mal überzeugen wollen mit einem Pilotprojekt. Wir haben sie speziell hier den Forst und die Jagd damit reingeholt und haben ihre Bedürfnisse mal erhoben und ihr Feedback erhalten, was ginge, wo es Probleme geben würde, wo es jetzt schon Probleme gibt und wie man die beheben kann. Und sind da eigentlich drauf gekommen, dass recht viel in der Kommunikation steckt. Die meisten wissen ja gar nicht, was Mountainbiken auf Single Trails heißt. Und da haben wir es einfach Schritt für Schritt herangeführt an unsere Szene und haben aber gleichzeitig auch ihr Bewusstsein, wieso man keine Night Rides machen soll, aufgenommen und verarbeitet. Unser Ziel ist es jetzt mit diesem Pilotprojekt, auf verschiedensten Ebenen, den Förster mit einem anderen Förster, den Jäger mit einem anderen Jäger, den anderen Grundbesitzer mit einem anderen Grundbesitzer zu connecten und dadurch ein bisschen leichter einen Konsens zu finden. Was uns aufgefallen ist, ist, dass einfach das Angebot wirklich auch angenommen wird. Dass die Fahrten auf den illegalen Trails also einfach deutlich zurückgegangen sind bzw. gar nicht mehr genutzt werden und die legalen Wege, was wir jetzt angelegt haben, die was auch gut gewartet werden jetzt und natürlich dementsprechend super zu fahren sein, einfach viel besser angenommen werden und die Leute auch dort fahren wollen. Die Nachfrage wird nicht weniger werden, also ist das so unser Ziel auch, dass praktisch der Hornissen Trail und dieses Projekt im Pfennigberg einfach super funktioniert, sich die Leute daran halten, dass man das auch dann ausweiten kann auf andere Gebiete. Ja.